Hallo aus Schwetzingen. Hier findet heute das digitale Strategieseminar statt und neben mir ist Kurt Theiss. Ihr macht Projekte in Rumänien bzw. seid dort aktiv. Was macht ihr denn dort? Ja, also wir entwickeln komplette Konzepte für Gebäudetechnik und starten die flächendeckend in ganz Rumänien aus und arbeiten mit verschiedensten Partnern, aber nur im Projektgeschäft zusammen. Ja, und versuchen diese Partner zu überzeugen, unsere Produkte kennenzulernen und damit zu arbeiten. Und wir versuchen ihnen zu helfen, eben eine gute Qualität zu erreichen. Und du bist ja hier, wo es um digitale Medien geht. Wieso wollt ihr digitale Medien einsetzen? Der rumänische Markt ist ein neuer Markt, der sehr stark im Wachstum begriffen ist. Und da ist natürlich die Werbemedienlandschaft nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Also Printmedien und die klassische Internetmedienlandschaft sind relativ teuer und nicht so sehr entwickelt. Wobei durch den neuen Umschwung diese ganzen Social-Media-Plattformen eigentlich sehr beliebt sind und auch recht günstig sind und für jeden erreichbar sind. Und hast du das Gefühl, dass du heute schon was mitnehmen konntest? Ja, ich glaube schon, weil wir dadurch, dass wir im Projektgeschäft arbeiten, wir mit Vermittlern oder Firmen zusammenarbeiten, die uns die Projekte zukommen lassen, wie Architekten, Planer, dass diese Art von Kunde eigentlich sehr zugänglich ist für diese sozialen Medienplattformen. Ja. Diese Art von Kommunikation. Ja, genau. Sind sehr offen dazu. Und Kurt Theiss und seine Firma ist jetzt auch auf Facebook erreichbar. Wie heißt denn eure Homepage? Unsere Homepage heißt www.econtech.de und wir beabsichtigen in sehr naher Zukunft eine eigene Plattform speziell für Rumänien aufzubauen, wo wir natürlich diese neuen Erkenntnisse von heute natürlich sehr verstärkt mit einbringen wollen. Okay, dann vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Also, seien Sie gespannt und schauen Sie mal auf die Webpage, was sich dort so entwickelt.